Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Habe ich beim letzten eigentlich Mittwoch gesagt? Ich glaube, ich habe. Habe ich das eine Video, das aus der Reihe ist, auch mit Mittwoch? Ach, ist Ja. egal. Na gut, sei es drum. Das Leben ist bitter. Und manchmal labert man eben was Blödes. Kann man nicht ändern. Kann ich. Ich werde es jetzt sicher nicht rausschnibbeln. Ihr wisst ja, ich mag es schnibbeln nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall, ihr müsst mir verzeihen, falls ich jetzt etwas müde und schlapp wirke, aber ich habe jetzt schon zwei Videos produziert. Ich bin in mein Zimmer gelaufen und wieder zurück. Voll die Entschuldigung. Wenn die wüssten, wie nah mein Zimmer am Gang ist, dann wäre es noch weniger eine Entschuldigung. Also das Prinzip, leg mir mal die Hand in Schatten. Nein, aber ich bin zurzeit echt ein bisschen müde wegen der ganzen Sonne und so weiter. Und ich war ja heute auch noch draußen, weil wir haben immer noch den 3. April. Und ja, das alles war doch etwas viel. Und jetzt langsam merke ich gerade, wie meine Energiereserven sich aufbrauchen. Also, falls ich Schwachsinn laber, ihr wisst ja, ihr seid auf meinem Kanal. Weißt du, was das Schöne ist? Ich weiß genau, dass es mindestens 90% auf meinem Kanal Videos gibt, mit denen ich keine neuen Leute fische. Und genau so ein Video wird das hier auch. Sicher kein Fischer. Nein, bin ich echt nicht. Aber mein Opa war Fischer. Genau. Und ich habe mal einen. Hobbyfischer. Was? Hobbyfischer. Hobbyfischer. Und ich bin, als ich ein kleines Kind war, habe ich mal einen Karpfen gestreichelt. Den habe ich Frodo genannt. Nach Frodo Beutlin. Ihr wisst schon, Herr der Ringe. Irgendwie bin ich schon ganz schön nerdy, ne? Aber das Schöne ist, es hat sich nie geändert. Auf jeden Fall mit meinem. Entschuldigt, ich habe gerade was reingefasst, was ich nicht wollte. Wieso muss ich auch immer irgendwelches Zeug neben mich schmeißen? Ja, auf jeden Fall, ich habe euch ja eigentlich ein Thema mitgenommen. Das war jetzt die längste Einleitung der Weltgeschichte. Papa hätte ich jetzt verloren. Ja, also, es geht heute um ein Thema. Ich habe jetzt zur Zeit gerade, gucke ich gerne Serien, weil man kann ja eh nichts anderes machen. Und so habe ich durch YouTube gezappt und habe zufälligerweise ein Video von 2018 gesehen. Und da stand dran, dass so Feier der tausendsten Folge Pokémon. Und das hat mich dann inspiriert zu etwas. Ja, also ich bin ja jemand, ich gucke unglaublich gerne Animes, aber eben auch andere Filme. Und es ist ja gerade zur Zeit der totale Hype, alte Serien wieder aufleben zu lassen. Und ich kann es nicht ab. Gut, das war's. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Nein, ich gebe euch schon eine Begründung und so. Also, als ich ein kleines Mädchen war, ihr wisst schon, rotbäckig, unschuldig bis zur Haarspitze. Oh Gott, habe ich von. Oh Gott, oh. Oh mein Gott, oh Mist, ja. Oh, Scheiße, Scheiße, es zählt noch als Qualitätsvideo der Güteklasse Elena. Dieser Moment, wenn dir einfällt, irgendwas war da ja noch. Ach ja, ich habe den Hasenstall offen gelassen. Entschuldigt. Ja, gut. Also auf jeden Fall, wo war ich, Mami? Was? Du reservierst auch nicht? Ich weiß es auch nicht. Ah, Ich okay. habe die Kugel nachgeflogen und weiß nicht Ah, übrigens. Ich weiß, es ist jetzt der falsche Moment, aber voll der Fun Fact. Der Block, den die Oma mir gegeben hat, ne? wo Da ist ein schwarzer Kuli dabei. Ja, du hast doch die Woche erst dich drüber aufgeregt, dass du keine schwarzen Kulis mehr hättest. Stimmt. Deswegen war das gerade ein Fun Fact. Nun gut. Totaler Schrott bis jetzt. Was? Ey, ich habe alle gewarnt. Ich versuche ja Qualität, aber ich kann nichts dafür. Es nennt man ein Videodreh unter widrigen Umständen. Gut.
Also schön. Wisst ihr was? Das ist ja das Schöne bei mir. Ihr lebt mich, wie ich bin, egal in welchem Zustand ich bin und egal, was ich mache. Aber ich kann euch jetzt die Geschichte noch ganz kurz zusammenfassen. Also ich habe dann auf jeden Fall gesehen, dass es so um die 1000 Folgen Pokémon gibt und habe mich erst gewundert, dass es erst so wenige sind. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich, wenn ich es mal ganz streng nehme, hat Pokémon seinen Zenit schon total überschritten, aber ultra. Als ich so klein war, gab es damals Pokémon Johto. Da war dann der Endkampf zwischen Ash Ketchum und Gary Eich. Ash hat gewonnen, er war Johto-Meister, alles war happy und das wäre doch ein total tolles Ende für die Serie gewesen. Aber aus kommerziellen Gründen und weil es eben ein Franchise war, das riesig groß aufgebläht werden musste, haben sie noch unglaublich viele Millionen Staffeln später weitergedreht. Und das ist ja nicht nur bei Pokémon so. Bleach kommt jetzt auch bald noch eine letzte Staffel, obwohl die letzte, die wir gesehen haben, eigentlich ganz gut geendet hat. So für mich fand ich es okay. Naja, Dragon Ball ist ja eine ganz neue Serie aufgebaut worden, Dragon Ball Super, die gar nicht mehr vom Originalzeichner gezeichnet wird. Er ist zwar der Creative Director, aber er zeichnet nicht mal mehr selber. Und da muss ich auch sagen, ja, ich verstehe die, die sagen, diese gucken es gerne. Und die, die jünger sind, die nicht aus den alten Serien geschöpft haben, die haben da einen neuen Anfang, aber für mich als jemand, der die Originalserie gesehen hat, fand ich, dass die Serie ein Ende hatte. Und ich finde es jetzt irgendwie ein bisschen schräg, dass sie jetzt einfach sagen, ja, wir setzen jetzt in der Mitte von irgendeiner Serie ein und da beginnt jetzt eine neue Handlung. Das haben sie auch so bei Star Trek gemacht und bei Star Wars und nennt mir mal eins, wo sie es gerade neu aufgelegt haben, wo sie nicht gefühlt noch, wo sie nicht kommen mit, das Ende ist doch kein Ende, sondern das ist jetzt ein Paralleluniversum. Ist gerade irgendwie so der totale Trend bei so Geschichten und ich, für meinen Teil, ich muss sagen, mir wäre es lieber, wenn sie die alten Serien einfach ruhen lassen würden und zum Beispiel sagen würden, wir bauen was Neues auf. Klingt jetzt zwar blöd, aber so zum Beispiel einfach nicht mehr die alten Charakter, sondern einfach mal wirklich was komplett Neues. Ich meine, Star Trek, klar, Captain Kirk ist Captain Kirk und er ist wichtig. Aber hätte man nicht zum Beispiel auch die Geschichte von seinem Vater erzählen können, so? Und ich ziehe diesen Satz offiziell zurück, weil ich mich jetzt gerade an die furchtbaren Star Wars-Geschichten erinnere. Star Wars Episode 1 bis 3, wo es um die Geschichte von Anakin Skywalker / Darth Vader ging. Und das war ja jetzt nicht so die notwendige Geschichte. Weißt du was, weißt du was, Mama? Jeder, der jetzt das Video als erstes Video, dieses Video sieht, muss ja denken, ich bin total Mischugge. Klar. Und das ist am besten Schrottvideo bei Straßburg. Also ich habe mir ja jetzt gerade in einem Satz widersprochen. Naja, also wie gesagt, ich fände es einfach besser, oder wenn es dann einfach um die nächste Generation geht, um die Kinder von Kirk und so. Ja, das kann ich jetzt durchziehen. Das geht zum Beispiel. Weil das wäre doch zum Beispiel was eine Idee, wenn es dann nicht mehr nur um. Obwohl, wenn man jetzt die Episoden mit Kylo Ren sieht bei Star Wars. Oh Mann, es ist echt hart, Star Wars. Irgendwie zerknüppelt mir gerade Star Wars meine Argumentation. Das ist echt nicht schön. Oder eben einfach Nebencharakter. Meinetwegen, die zur selben Zeit, Leute, die zur selben Zeit in Anführungszeichen gelebt haben, die aber die Geschichte anders erlebt haben. Ja, doch, das wäre doch was Nettes. Einfach mal zum Beispiel nicht nur Ashs Geschichte zu sehen, sondern zum Beispiel ein anderes Kind aus Alabastia, das losgereist ist, und dessen Geschichte zu erleben. Und nicht immer bloß den alten, ausgelutschten Drops lutschen müssen. Und den jetzt schon seitdem ich ein Kind bin. Ja. Das macht es nicht besser. Es wird nicht schöner. Wir werden jetzt einfach so tun, als ob ich nichts gesagt hätte. Wir werden so tun, als ob das ein total tolles Video gewesen ist. Das ist doch meine Variante, oder? Erzählt Scheiße und sagt dann am Ende, tut mal so, als wäre es gut gewesen. Ich
werde jetzt sowas von wahrscheinlich ins Bett geschickt, weil meine Mutter wird es wahrscheinlich merken und sagen wird, mein Kind, du wirkst übermüdet und total schlimm. Und deswegen werde ich jetzt dieses Video abbrechen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie toll das Video war. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.ritual@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.